Ein allerletztes Mal, für heute geht die Bühne live. Ich muss mich jetzt mal mit bei unserem DJ Guido vergewissern, ob ich hier alles richtig gemacht habe. Für unser Live-DJing, den würde ich jetzt einfach mal mit auf die Bühne holen. Keine Angst, wir haben jetzt ein bisschen aus den Gesprächen rausgerissen. Hier sind wir nur 5 Minuten, dann geht es quasi wieder zurück. Guido hat die Einladung und ich hoffe, dass wir gleich mal so einen kleinen Blick in Guidos DJ-Labor werfen. Da kommt er schon. Grüß dich, Guido. Hi. Hey, ja, So. guten Abend. Ja, guten Abend, gute Nacht, genau. Also beim 24-Stunden-Event hier draußen ist schon dunkel, aber wir haben ja noch ein bisschen was vor uns heute. Erstmal herzlich willkommen. Ich weiß nicht, hast du heute tagsüber so ein bisschen was mitgekriegt oder bist du jetzt heute Abend erst reingeschneit? Ja, ich bin immer mal so ganz kurz reingesprungen, aber ich hatte heute auch schon ein paar Live-Auftritte bei mir in der Firma. Ich habe heute irgendwie so den Media Day. Ah, okay. Ja, passt. Da bist du perfekt in Übung, die Scratches sitzen. Erzähl doch mal so ein bisschen Live-DJing. Wie kommst du dazu? Also, du arbeitest ja eigentlich ganz woanders. Du arbeitest ja nicht bei Sven Feld und so weiter, aber hast jetzt durchaus in Corona-Zeit öfter mal Samstagabend aufgelegt. Dance Armada als Stichwort haben bestimmt der eine oder andere gesehen. Wie bist du dazu gekommen? Hier eigentlich gemixt habe ich schon irgendwie, seit ich irgendwie Teenager war, habe irgendwie mit irgendwelchen Plattenspielern immer rumprobiert, mehr mit so sehr rudimentärem Equipment am Anfang. Habe dann auch für diversen Partys aufgelegt, Mannschaftspartys oder irgendwie in der Schule. Und später habe ich mir da irgendwann mal irgendwelche Räume angemietet, um mit Freunden einfach irgendwie zu tanzen und aufzulegen. Und irgendwann wurde mir das mit diesen Räumen irgendwie immer ein bisschen anstrengend und die Leute wie waren immer weiter versprengt, sodass man die auch nicht so zusammenbekommen hat. Und da hatte ich dann irgendwann so vor 4 Jahren rum die Idee, mal zu gucken, ob es nicht irgendeine Plattform gibt, wo man das live streamen kann ins Internet. Und am Anfang hat man so eine kleine geheime Facebook-Gruppe, wo man noch ein paar Fotos ausgetauscht hat, während dann halt jeder da getanzt hat, wo er ist. Ich habe halt live aufgelegt bei mir zu Hause und das einfach dann gestreamt. Sehr cool, sehr cool. Im Chat sehe ich, kommen schon die ersten Musikwünsche. Queen und Bohemian Rhapsody ist, glaube ich, nicht so ganz dein Style, aber so ist das, wenn man als DJ arbeitet. Also hören tue ich sowieso eine ganze Menge, nur zum Mixen selber, da bin ich doch eher meistens bei elektronischer oder Hausmusik. Es ist mal checken, ob ich mich hier richtig vorbereitet habe. Also wir werden ja in Remo quasi die Tische beibehalten, die Leute können weiter quatschen, so wie das auch im Präsenzbarcamp auch sein würde, wird man ja zusammensitzen, irgendwo spielen DJ. Ich habe hier mal so 1000 Watt Musikpower geholt und meine Idee ist jetzt eigentlich mit dem Smartphone sozusagen hier die Musik drüber zu spielen, wenn ich dann in einem gerade mal nicht am Tanzen bin, sondern in einem Gespräch mit jemandem, drehe ich einfach die Musik runter, die du ja über Mixcloud streamst, der Link ist im Programm. Und kann dann auch wieder mich mit jemandem unterhalten und wenn ich es lauter haben will, einfach wieder lauter machen. Ist das so ein Modus, wo du sagst, das taugt für alle? Auf jeden Fall. Ich meine, letztendlich ist es sowieso, kann auch jeder irgendwie das so handhaben, wie er will. Also meine Schwester, die auch schon mal zugehört hat, die ist dabei auch schon mal eingeschlafen, wie genau sie das auch geschafft hat im Laptop-Bett. Also jeder kann handhaben, wie er will. Und wer tanzen will, der tanzt. Und wer nur ein bisschen hören will, ist auch okay. Ich werde auf jeden Fall beim Mixen tanzen. Genau, von allen, die tanzen, wollen wir natürlich Live-Videos auf Twitter haben und so weiter und Bilder. Haben wir denn eine Chance, mal so ein bisschen Blick behind the scenes? Also kannst du mal zeigen, wo du so bist und wie du mixen wirst? Ja, ich werde jetzt mal umschalten. Hoffentlich erfolgreich auf meine andere Kamera. Ja, der Karl schreibt hier, diese Box ist überhaupt nicht übertrieben. Man braucht es ein bisschen Bass. Ohne Bass geht gar nichts. Auf keinen Fall, es sieht super aus. So, also meine Einstellungen sagen, ich habe schon umgeschaltet, aber wir sehen noch die normale, Für richtig? Bass zu klein, sagt der Carsten. Ja, klar. Geht immer, es geht immer größer, ganz klar. Ah, das sieht schon besser aus. Ah, sehr schön. So, das, was hier so ein bisschen spacey aussieht, das ist irgendwie, das ist so ein DJ-Instrument, das ist von Ableton, Live, das Push-Gerät. Damit kann man auch wunderbar selber Musik machen. Also ich mache auch ein paar, habe auch Tracks selber, die ich wie als The Pearl irgendwie in den digitalen Plattformen veröffentliche. Das mache ich hiermit. Für Live-Sets nutze ich das eigentlich eher so als kleines Effekt-Rack. Dann schwenke ich mal, hier seid ihr. Ich muss ich jetzt mal kurz ausblenden. Also gemixt wird das Ganze hier mit OBS. Das haben wir ja viele auch für andere Zwecke im Einsatz. Dann das. Mal wieder die Kamera. Das ist eigentlich das hier. Das ist irgendwie
Das komplette Mix-Set, was alles hat. Wie du siehst, ich bin ja auch vorbereitet mit den richtigen Logos. Damit mein DJ mit vollem Preis hat. Hier oben steht noch. Genau, da für das Bild, damit wir gleich ein bisschen was sehen. Das ist das Gute an der neuen Plattform, die ich jetzt erst seit kürzerer Zeit nutze, ist, dass man auch ein bisschen Video sehen kann. Ja, sehr cool. Sehr cool. Dann gehen wir dir mal, weiß nicht, hörst du mich? Ja. Ja, genau. Dann würde ich sagen, gehen wir dir mal noch so ein bisschen Setup-Zeit, ne? 5 Minuten, 22 Uhr, so grob geht's los. Wir streamen oder du streamst über dieses Mixcloud. Da kann man auch, wenn man die Webseite offen hat, tatsächlich auch ein Videobild sehen. Das war, glaube ich, die GoPro, die du da gerade hattest. Und wir sind GEMA-technisch safe, weil das quasi alles über Mixcloud abgehandelt wird. Also auch da sind wir im grünen Bereich. Genau. Dann freuen wir uns auf dich, bereite dich vor und dann bis gleich auf Mixcloud. Alles und danke dir. Bis gleich. Gleich. Und ich mache die Bühne wieder zu. Ihr seid wieder alle an euren Tischen. Ja, danke, gerne. Ciao.